Ich würde sagen, wir lassen die Erfinder, die Betreiber und die Schönredner dieser ORF-Zwangssteuer mit diesem Plan nicht durchkommen. Wir lassen sie nicht durchkommen. Das wird uns heute nicht gelingen, weil wir herinnen zu wenig sind. Aber in ein paar Monaten schaut es vielleicht ganz anders aus. Denn wir haben das Ziel, die nächste Bundesregierung in diesem Land anzuführen. Jawohl. Und ich meine das so ernst, wie ich es gesagt habe. Ja? Und wenn wir diese Bundesregierung anführen, wenn es einen freiheitlichen Bundeskanzler gibt, der dann ein Volkskanzler sein wird, Herr Leichtfried, dann sollten Sie sich freuen. Weil dann machen wir nämlich diese Haushaltsabgabe rückgängig. Das steht ganz, ganz oben auf der Liste. Dann wird diese Zwangssteuer wieder abgeschafft. Ich sage das nur den Planern im ORF, ja, dass sie nicht zu weit in die Zukunft rechnen. Dann schaffen wir das ab und dann stellen wir eine Situation her, wo dort, wo öffentlich-rechtlich draufsteht, auch tatsächlich öffentlich-rechtlich drinnen ist. Weil jetzt ist ja das Gegenteil davon der Fall. Und dann sind wir in einer Situation, wo der ORF seinen Kernauftrag erfüllt und dadurch in Wahrheit profitiert. Dann haben wir etwas für die Medienvielfalt in diesem Land getan und dann haben wir den Menschen diese 250 Euro Zwangssteuer erspart.